Nani? Hey Kameramagier, wusstest du eigentlich, dass ich erst seit September letzten Jahres mit DaVinci Resolve arbeite? Nani? Ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es soll nämlich um die Anime-Linien gehen, die du gerade gesehen hast und wie man die in DaVinci Resolve nachbaut. Auf geht's! Aus unserer Effect Library holen wir uns einen Adjustment Clip und legen den über die Stelle, die die Anime Lines bekommen sollen. Okay, anschließend gehen wir damit in Fusion rein. Zuallererst holen wir uns eine Merge Node, anschließend holen wir uns noch eine P-Emitter Node und einen P-Renderer. Den P-Emitter verbinden wir natürlich mit dem P-Renderer und die Merge Node verbinden wir mit allem. Im Renderer wollen wir auf jeden Fall auf 2D umstellen, dann wollen wir im P-Emitter wollen wir die Lifespan auf 3 setzen und die Lifespan Variance auf 2. Du kannst mit diesen Settings auch ein bisschen spielen, aber deine Linien sollten sehr schnell auch wieder weggehen. Anschließend klicken wir auf Style und suchen uns hier die Bitmap aus. Jetzt haben wir einen weiteren Input bekommen und wir suchen uns ein Triangle Tool aus. Okay, dieses Triangle-Tool macht ganz viele Dreiecke, die wir jetzt allerdings noch ein bisschen umändern müssen. Und zwar müssen wir das zu scharfen Spitzen umändern. Und wie du siehst, wenn ich den in der Mitte anklicke, diese Pfeilspitzen werden nur innerhalb des Kreises gespawnt. Und dazu müssen wir hier oben auf Region gehen und ändern das zu Rectangle und ändern die Width auf 1. Und wir nehmen das Ding und schieben es nach ganz oben. Du fragst dich jetzt vielleicht, Nani? Was soll das denn? Aber wenn wir nämlich jetzt hier hinter dem P-Renderer die Coordinate Space Node einfügen und von Polar auf Rectangular umschalten, schon siehst du es ja an den Ecken, dass wir Linien haben, aber die sind noch nicht groß genug. Deswegen gehen wir wieder in den P-Emitter und unter Style und das Size Controls können wir das Ganze mal auf 1 setzen und schon haben wir die Anime-Linien. Und das Gute an diesen Linien ist, du kannst bestimmen, wie viele du haben willst, indem du einfach hier die Number erhöhst. Et voilà! Und schon haben wir mehrere. Und das Coole ist, durch dass es ein Adjustment-Clip ist, können wir den auch überall hinschieben und haben dann automatisch auch dort Anime-Linien. Und das Ganze kannst du dir noch als Preset abspeichern, indem du in deine Powerbins gehst und das Ganze hier in einen Ordner ziehst und mit F2 umbenennst. Yay! Und wenn du deine Powerbins hier unten nicht siehst, dann klickst du auf View und kannst sie hier unten anschalten. Apropos Anime-Effekte, ich arbeite schon an einem Tutorial über Energieeffekte, also sowas wie Genki-Dama oder sowas. Nani? It's over 9000! Aber sag du mir doch mal in den Kommentaren, welche Anime-Effekte du gerne noch hättest. Wir sehen uns im nächsten Tutorial Kameramagier in Ausbildung. Ciao!